So, ich habe den Wasserkocher von Aredo jetzt mit Wasser gefüllt. Und zwar bis zur Maximalmarke. Und möchte jetzt einmal gucken, wie lange das dauert, bis das Wasser zum Kochen gebracht wird. Hier hat er ja die Tastaturanzeige, der man den erst einmal einschaltet und dann auf die Plus-Minus-Taste geht. Da kann man die Temperaturen zwischen 50, 70, 80 und 90 Grad hin und her schalten. Auf die Gradzahl, wo man stehen bleibt. Hier, da wird hier an der Seite ein Farbkreis angezeigt und auf diese Temperatur wird das Wasser dann erhitzt. So, ich schalte ihn jetzt an. Jetzt würde das Wasser zum Kochen gebracht werden. Ich möchte aber erstmal nur 50 Grad haben. Schalte deswegen die erste Stufe ein und jetzt gucken wir mal, wie lange das dauert, bis diese 50 Grad erreicht sind. Bis gleich. So, ich habe jetzt nochmal gewechselt. Ich bin jetzt auf 70 Grad gegangen, weil die 50 Grad, die waren nach gerade mal 45 Sekunden erreicht. Das ging mir zu schnell. Gar nicht mit gerechnet. Deswegen denke ich auch, dass jetzt gerade die 70 Grad jetzt auch relativ schnell erreicht werden. Dann ertönt ein Piepzeichen und die Maschine geht aus, oder der Wasserkocher. Das war's. Jetzt hat er die 70 Grad. Und jetzt machen wir mal Full Power. Also ich bin wirklich überrascht von dem Tempo, dass das Gerät an dem Tag liegt, aber gut, ist ein halber Liter nur drin, halber Liter Wasser, aber das geht schon ratzfatz. Da braucht man nicht lange warten, um sich einen Tee aufzugießen. Zumal Tee auch nicht mit 100 Grad heißem Wasser aufgegossen werden soll, sondern lediglich zwischen 80 und 90 Grad. Ja, jetzt hört man es auch richtig blubbern. Also Wasser ist schon am Kochen, warum der jetzt nicht sofort ausgeht, aber das dauert ja meistens. Ja, jetzt ist er aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.